Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de bei meinem Testbericht des Icefox X2, des China-Geräts, das man über Amazon immerhin auch direkt aus Deutschland bestellen kann, mit einer recht ordentlichen Ausstattung. Und heute möchte ich mit euch zusammen dann oder euch erzählen, wie es mir in der Praxis gefallen hat, ob ich es weiter empfehlen kann, vorbehaltlos, oder ob man halt Einschränkungen dabei machen muss. Fangen wir aber erstmal an mit der Kurzvorstellung des Geräts. Dann kommt wie üblich mein Vorabfazit für die Leute, die es eilig haben. Und danach gehen wir nochmal ins Detail. Ich zeige ein bisschen was von den Menüs, Einstellungen, das Gerät im Detail aus der Nähe nochmal, indem ich es dann direkt unter die Kamera lege. Also das übliche, ausführliche Technophil-Programm sozusagen. Ja, legen wir los. Das ist ein typisches China-Gerät, ähnlich wie sie auch von Vico zum Beispiel verkauft werden. Nicht ganz unähnlich auch den Alcatel-Geräten und so weiter. Mit einem MediaTek-Prozessor drin, Quad-Core, der MT6582. Da weiß man schon, der bietet ordentliche Leistungen. Nicht High-End, aber für die alles Alltägliche und auch viele, viele Spiele mehr als ausreichend. Ein HD-Display, was ihr hier, glaube ich, schon ganz gut sehen könnt, was in schönen Farben leuchtet. 5 Zoll Größe, Bildschirmdiagonale, also dann hier 720x1280 Pixel auf dieser Größe verteilt, macht Sinn. Full HD ist schon eher eine Luxusgeschichte, würde ich mal sagen. Es hat nur 4 GB Speicher eingebaut, 1 GB RAM, eine 13 Megapixel Kamera hier auf der Rückseite und eine 5 Megapixel Kamera auf der Front. Und Android 4.2.1 ist vorinstalliert, also nicht mehr so ganz top aktuell heutzutage. Kommen wir dann doch auch schon viele MediaTek-Geräte mit dem aktuellen KitKat, also Android 4.4, auf den Markt. Wie schon erwähnt, kann man das Gerät bei Amazon bestellen. Für knapp 160 Euro wird es dann direkt von Amazon selber auch aus Deutschland angeliefert. Allerdings ist das ein Händler, der halt im Auftrag von Icefox das hier nach Deutschland verkauft. Vevocom heißen die, glaube ich. Muss man mal ein bisschen schauen, auch vielleicht auch die Bewertung ein wenig beobachten, wie auch so der Service von dieser Firma ist. Ich denke, im Zweifelsfall, wenn mal ein Defekt dran ist oder das Gerät ausgetauscht werden muss, muss man sich dann schon mit China auseinandersetzen, das Gerät womöglich dorthin schicken, weil der Hersteller selber hat hier keine Vertretung in Deutschland. Da auch nochmal ein kleiner Tipp, eine kleine Warnung. Es gibt manchmal das Gerät nochmal ein gutes Stückchen preiswerter bei Amazon vom gleichen Anbieter, allerdings dann direkt aus China verschickt. Da muss man damit rechnen, dass man zum einen nochmal selber um die 30 Euro an Umsatzsteuer, also Einfuhrumsatzsteuer plus die Gebühren, die der Versender DHL zum Beispiel dafür aufschlägt, bezahlen muss. Das wird dann erst fällig, wenn das Gerät bei einem ankommt, muss man dann dem Postboten oder dem Paketdienst Leister direkt auf die Krelle geben. Das könnte relativ schnell teurer werden als direkt die Variante, die aus Deutschland verschickt wird, und da ist es mit dem Service dann eher nochmal etwas ein bisschen schwieriger. Ansonsten hat man immer noch Amazon so, wo man vielleicht sich dran halten kann. So weit vorweg. Ich denke, vorgestellt haben wir das Gerät nun. Vergleichbar, um es ein bisschen einzuordnen, ist es sicherlich mit einem Vico Rainbow, das sehr ähnliche technische Daten bietet und auch ungefähr den gleichen Preis kostet. Mittlerweile ein bisschen niedriger gesagt, ist so um die 150 Euro rum. Das Gerät hier hat, und dieses Fakt hatte ich noch nicht erwähnt, ganz wichtiges technisches Datum hier, einen 2500 mAh Akku, der auch problemlos wechselbar ist, also hinter der Rückseite selber abgenommen werden kann. Der auch tatsächlich diese 25% mehr, die er an Akkuleistung gegenüber dem Rainbow und vielen anderen ähnlichen Smartphones hat, die spürt man auch 1:1 so. Also es ist wirklich ziemlich genau ein Viertel längere Laufzeit, sowohl im Standby, da habe ich es jetzt nicht so genau nachgemessen, aber gespürt ist das definitiv der Fall, als auch unter Last, also mit dem AnTuTu Battery Tester habe ich das nachgetestet. Das spürt man schon recht deutlich, dass man da etwas mehr Luft hat. Über den Tag kommt man mit dem Ding ganz locker. Ich habe es ausprobiert, so im Standby, das Gerät quasi nur neben mir liegen gehabt, hin und wieder mal ein Foto gemacht oder ähnliches. Da kommt man dann auch etliche Tage, ich habe einmal über 6 Tage damit erreicht. Screenshot werdet ihr natürlich wie üblich im Artikel finden. Ja, kommen wir zu meinem Vorabfazit, zu meiner ersten Bewertung. Das Gerät hinterlässt bei mir einen sehr gemischten Eindruck. Erstmal, der erste Eindruck war sehr positiv, abgesehen davon, dass ich jetzt Hochglanzrückseiten wie hier nicht sonderlich mag. Es erinnert so ein ganz klein bisschen an das Samsung Galaxy S3 von vor 2 Jahren, allerdings ein klein wenig pummeliger.
Aber es fühlt sich ansonsten gut verarbeitet an. Es knarzt nichts an dem Gerät, wenn man den Akkudeckel dann auch richtig drauf gedrückt hat. Das Display macht einen sehr guten Eindruck, hat ordentliche Blickwinkel und vor allen Dingen sehr schöne Farben, leuchtet relativ hell. Und ja, gerade dieser sehr farbenfrohe Bildschirmhintergrund, der standardmäßig eingestellt war, der bringt das ganz gut zur Geltung. Macht immer wieder Spaß, das Gerät sich anzuschauen. Es hat allerdings auch so die ein oder andere Macke. So Kleinigkeiten sind zum Beispiel, dass das Display in manchen Spielen recht ruckelig nur reagiert. Also jetzt nicht von der Anzeige her, sondern der Touchscreen. Ich hätte das Touchscreen, nicht Display sagen sollen. Also zum Beispiel das Spiel Bubble Witch Saga 2, was ich im Moment schon mal ganz gerne zum Zeitvertreib spiele. Wenn man da diesen Strahl, auf den man dann die Kugel abschießt später, mit dem Finger so ein bisschen vorsichtig versucht, in die richtige Richtung zu ziehen, dann merkt man, dass der immer nur so ganz grobe Schritte weiterrutscht. Ich werde das gleich im Detail nochmal zeigen. Macht das Spiel ein bisschen unspaßig zu spielen, würde ich mal so sagen. Bei anderen Anwendungen habe ich das nicht so stark gemerkt, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie das Spiel den Touchscreen abfragt oder ob es bei anderen Anwendungen einfach nicht so auffällt. Ich habe zum Beispiel auch extra mal so ein paar Zeichen-Apps runtergeladen, mit denen man so einfach auf dem Bildschirm rumkritzeln kann. Da ist mir das jetzt nicht wirklich aufgefallen, dass da irgendwelche Lücken oder großen Sprünge drin wären. Ist nur so eine Kleinigkeit. Mag sein, dass es den meisten gar nicht auffällt, wenn sie dieses eine Spiel nicht spielen. Zweiter kleiner Punkt ist, dass die Gesprächsqualität relativ blechern ist und sowohl der Gegenüber mich blechern hört. Dazu habt ihr ein Beispiel auch im Artikel, werdet ihr das finden. Da werde ich eine Voicemail-Aufnahme von mir selber hochladen. Aber auch das, was ich gehört habe, wenn ich telefoniert habe mit dem Gerät, wirkte eher so ein bisschen blechern. Ist nicht schlimm, man kann die Leute noch gut verstehen. Aber gerade in so Grenzfällen könnte das vielleicht dann schon mal behindern sein, beziehungsweise es klingt einfach nicht so nett, nicht so gut, wie es könnte. Größter Kritikpunkt aber, und der betrifft anscheinend nur dieses eine Gerät hier, das habe ich bei anderen Geräten, also bei Fotos, die ich im Internet gesehen habe, besser gesehen, ist die Kamera. Mit der rückwärtigen Kamera, mit dieser 13-Megapixel-Kamera, kann man leider nur im Makrobereich vernünftige Fotos machen. Sobald das weiter als einen halben Meter weg ist, das Objekt, wird es komplett unscharf, aber wirklich richtig unscharf. Das sind so schlechte Bilder habe ich bisher, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt bei einem Smartphone. Sehr, sehr schade. Ich gehe davon aus, dass dieses Gerät hier da eine Macke oder ein Defekt hat, ein Montagsgerät, wie man so schön sagt. Dass die anderen Icefox X2 da nicht so schlecht sind. Ich habe im Internet mal ein bisschen gestöbert nach Fotos, die mit dem Gerät gemacht wurden und habe da einige gefunden, die definitiv nicht diesen Mangel hatten, die auch nicht so super scharf waren. Also kein Vergleich zu der auch 13-Megapixel-Kamera des Vico Getaway zum Beispiel, die mich ja ziemlich begeistert hatte beim letzten Testbericht. Aber durchaus brauchbar und wenn man nicht stark reinsucht, dann auch völlig unauffällig und ausreichend. Hier sieht man selbst auf kleinster Verkleinerung, selbst auf einem kleinen Monitor sieht man schon, dass die Bilder einfach komplett unscharf sind. Könnte auch sehr schön sehen bei dem Testvideo, was ich trotz allem hochladen werde. Das ist auch eher größtenteils in die Ferne gefilmt, auch sehr unscharf. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das nicht bei allen Icefox X2 ist. Vermutlich habe ich einfach nur Pech gehabt bei diesem einen Gerät hier. Aber ja, muss ich natürlich beim Test so auch offen und ehrlich angeben. Dazu noch ein kleiner Punkt, genau das Gerät hier, also leider dann auch mit dieser schlechten Kamera, werde ich verlosen. Wer also noch ein Smartphone braucht, beim Getaway letztens kein Glück gehabt hat, kann dieses Gerät gewinnen. Ich denke, das Preisausschreiben werde ich ungefähr zeitgleich mit dem Testbericht hier online bringen, vielleicht sogar noch was früher. Schaut also einfach mal bei Technophil rein, beziehungsweise hier unterhalb des Videos werde ich dann auch den Link reinpasten zum Preisausschreiben. Ansonsten, ich habe jetzt so die größeren Kritikpunkte genannt. Der größte ist die Kamera und wie gesagt, das scheint hier eher ein Einzelfall zu sein. Diese Kleinigkeiten mit Sprachqualität nicht so toll, dieser Touchscreen, der in manchen Situationen nicht so präzise reagiert. Eine ganz Kleinigkeit noch, dass wenn man anruft, dass beim Verbindungsaufbau dann am Anfang so ein kleines Vibrieren wiedergegeben wird, was einfach sehr unangenehm so direkt am Ohr ist. Alcatel macht das leider Gottes auch so. Ich habe jetzt auch keine Option gefunden, das abzuschalten. Das war es dann aber auch. Alles andere ist wirklich sehr ordentlich. Die Akkulaufzeit ist deutlich überdurchschnittlich. Das Display ist richtig schön, die Performance ist gut, wie man es halt von diesem Prozessor hier auch erwarten kann. Haben wir ja schon in vielen anderen Geräten mittlerweile gesehen.
Das Android ist komplett unverbaut, also es ist eine sehr spartanische Ausstattung eigentlich, die man an Software mitbekommt. Noch nicht mal YouTube, Google Plus und ähnliche Sachen sind drauf, aber natürlich der Play Store und alle anderen wichtigen Sachen, zumindest wenn man es hier in Deutschland kauft, davon gehe ich mal schwer aus, sind drauf. Also man ist ein vollwertiges Android-Handy und man muss halt so ein paar Apps, die eigentlich sonst Standard sind, noch nachinstallieren. Gibt es aber kostenlos im Play Store, ist jetzt nur ein paar Klicks entfernt, kein Problem. Und mir ist es ehrlich gesagt lieber so rum als umgekehrt mit ganz viel Bonus-Apps und Spielereien, die man vielleicht dann sogar kostenlos sowieso bekommt, schon vollgefropft, die man dann womöglich nicht entfernen kann und ähnliche Späßchen. Ja, was noch eine Software-Besonderheit an dem Gerät ist, wie gesagt, Android sehr spartanisch mit den paar Erweiterungen, die bei MediaTek üblich sind, also die Dual-SIM-Verwaltung, die Audioprofile, noch so zwei kleine Spielereien, die ich gleich mal zeigen werde, die einen so vorgefertigte Homescreens dann quasi anbieten und ein bisschen die Farbgestaltung ändern lassen, die ich aber für wenig sinnvoll halte, aber naja, stört auch nicht groß. Ansonsten ist noch auffällig, dass das Gerät schon geroutet hier ankam und das ist, wurde mir bestätigt, das soll bei allen in Deutschland verkauften X2 so sein. Eine Super-User-App ist schon installiert, also wer Apps wie zum Beispiel Titanium Backup nutzen will oder so verschiedene Firewall-ähnliche Geschichten. Es gibt ganz viele Anwendungsfälle für Routen. Ich weiß, manche sehen das auch sehr kritisch. Ich halte das nicht für so kritisch oder so jetzt so schlimm. Und man kann, ob man es anrouten kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber man muss ja in keiner Apple-Applikation wirklich die Root-Rechte zuteilen. Man wird ja jedes Mal gefragt, wenn eine App Root-Rechte haben will, dann meldet sich dieser Super-User und fragt, willst du das dieser App einmal erteilen oder dauerhaft? Da kann man Nein sagen und dann kriegt die halt nicht keine Root-Rechte. Also ich sehe das jetzt nicht wirklich kritisch. Ist aber ein bisschen skurril. Es ist sehr selten, dass man ein Gerät schon vorgeroutet kauft. Ja, soweit denke ich von meinem Vorabfazit. Also es gibt viele positive Sachen, die jetzt nicht extrem gegenüber einem Vico Rainbow zum Beispiel herausstechen, aber das auf durchaus auf eine Ebene stellen. Ha, einen Punkt habe ich noch vergessen. Gorilla Glas haben wir hier verbaut. Das hat das Rainbow zum Beispiel nicht. Also da noch ein kleiner Pluspunkt. Aber immerhin, dieses Gorilla-Glas, der dicke Akku und ansonsten das schöne Display sind wirklich durchaus Pluspunkte. Bei der Kamera mag es sein, dass es ein bisschen Glückssache ist, was man für eine erwischt. Vielleicht habe ich aber wirklich einen absoluten Einzelfall erwischt, dass die so schlecht ist. Ich werde nochmal mit Icefox Kontakt aufnehmen, sonst habe das schon versucht, aber leider keinen erreicht. Mal schauen, ob wir das nochmal klären können. Ich würde im Zweifelsfalle gerne nochmal ein Gerät nachtesten, wenn das irgendwie das Bild dann korrigieren könnte. Ja, soweit von hier. Ich würde sagen, mein Fazit, eine bedingte Kaufempfehlung. Wer viel Wert auf eine gute Kamera legt, sollte ein bisschen vorsichtig sein, sich zumindest mal auf einen Umtausch nochmal einstellen, dass das, falls er auch so ein Gerät wie ich erwischen sollte. Wie gesagt, die Testbilder, die ich so sonst im Netz gefunden habe, waren jetzt so schlecht nicht, aber auch nicht so gut wie bei einem Getaway zum Beispiel. Ansonsten, das GPS ist auch nicht so das allerpräziseste, kann man aber durchaus mit leben. Die kleinen Macken habe ich eben schon genannt. Wer mit diesen Punkten leben kann, kriegt ein relativ preiswertes und ordentlich ausgestattetes und vor allem mit einem etwas dickeren Akku als sonst üblich ausgestattetes Gerät. Ich würde sagen, das sollte jetzt erstmal genug der Vorrede sein. Schauen wir uns das Gerät nochmal aus der Nähe an. Hier haben wir erstmal die Frontseite mit dem, wie schon erwähnt, recht farbenfrohen, schön leuchtenden Display. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Ansonsten relativ schlicht gehalten, kein Markenschriftzug oder ähnliches drauf. Hier oben der silbrige Hörergrill, da kann man die Kamera sehen und irgendwo werden auch noch die beiden Sensoren sein. Die verstecken sich recht gut für Helligkeit und Annäherung. Unten haben wir dann mehr oder weniger Android-typischen Sensortasten. Zurück, Home und das hier ist keine Multitasking-Taste, also nicht für die Recent-Apps, sondern das ist die Menü-Taste, die aber mit dem Symbol fürs Multitasking, das bei Android sonst üblich ist, belegt ist. Ah, und passenderweise kommt gerade eine E-Mail rein, da können wir auch hier schön die Notification-LED, also die Benachrichtigungs-LED sehen, die in grün und in rot ich leuchten habe sehen. Ich glaube nicht, dass er noch andere Farben kann, aber auszuschließen ist das nicht. Grün blinkt sie halt, wenn Benachrichtigungen reinkommen. Rot, wenn der Akku leer ist und beim Aufladen leuchtet sie zunächst rot und dann grün, wenn das Gerät voll ist. Also die übliche Belegung eigentlich so.
Schauen wir uns das Gerät noch von den anderen Seiten an. Ein Punkt, den ich positiv erwähnen möchte, sind die Tasten hier unten. Die Beleuchtung davon ist relativ hell und gut zu sehen. Allerdings, wie bei sehr vielen Geräten und vor allen Dingen fast allen MediaTek-basierten Geräten üblich, werden die Tasten nur beleuchtet, nachdem man eine der Tasten bedient hat oder gerade das Gerät eingeschaltet hat. Das ist ein bisschen blöde, aber immerhin, die sind so aufgedruckt, beziehungsweise so gemacht, dass man die im Tageslicht und auch bei schwachem Licht immer noch auch ohne Beleuchtung sehr gut sehen kann. Das finde ich mal sehr löblich. Diese Designspielerei, dass man diese Tasten nicht sehen kann, nur wenn sie beleuchtet sind, die nerven mich langsam richtig, weil es ist nichts Neues mehr, nichts Überraschendes, aber wirklich einfach ein Nachteil, weil halt diese Beleuchtung auch oft nicht dann an ist, wenn man sie braucht. So, genug gelästert. Schauen wir mal kurz das Gerät uns rundherum an. Also außenrum läuft so ein dunkler, metallisch glänzender Rand. Das sieht so ein bisschen wie nach einem dunklen Chrom oder fast, ja, ist eigentlich die Farbe, eine ähnliche Farbe wie Titan aus. Sieht recht schick aus, macht eigentlich einen ordentlichen Eindruck. Und auch die Tasten hier drin in dem gleichen Material, die haben zwar so ein klein bisschen Spiel, aber wirken durchaus ordentlich verarbeitet und auch nicht so, als ob sie ja jeden Moment rausfallen würden. Könnten theoretisch etwas besser noch ertastbar sein. Manche Geräte haben da etwas schärfere oder stärker herausstehende Kanten, aber das ist völlig in Ordnung. Auf der Oberseite haben wir den 3,5 mm Klinkenanschluss für Headsets oder Kopfhörer. Ist kompatibel zu den üblichen Headsets, wie wir sie bei Samsung, HTC und Konsorten finden. Also zum Beispiel auch das Beyer Dynamic Headset, was ich gerne benutze, funktioniert hier wunderbar dran. Mit Apple EarPods kann man hier dran nur Musik oder nur hören generell. Das Mikrofon funktioniert da nicht, da kommt nur Zirpen an. Das hat man aber schon mal öfters, dass das EarPod an solchen Geräten, gerade mit dem neuen MediaTek-Prozessor, nicht vollwertig nutzbar ist. Die linke Seite ist komplett glatt, da haben wir also nur diesen silbrigen Rand. Unten haben wir dann noch den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen und auch für Verbindung mit dem PC. Übrigens, das kann ich schon mal sagen, erfreulicherweise kann man hier auswählen, das kann man sich selber einstellen, dass das Gerät sich als USB-Massenspeicher am PC anmeldet. Also dann eine sehr unproblematische und schnelle Datenübertragung. Mich persönlich nerven diese Kamera- und Medienplayer-Modi, die viel langsamer sind und einfach sperrig sind, immer enorm. Für mich ein erfreuliches Detail. Hier unten noch das Lölle für das Mikrofon zum Telefonieren und auch hier der Eingriff für den Fingernagel, um halt die Rückseite abzureißen. Die Rückseite sieht dann so aus. Das ist so ein Metallic-Lack im Prinzip, der so ein bisschen im Licht schimmert. Sieht ganz nett aus. Ein bisschen kitschig vielleicht oder ja. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, ich persönlich mag diese matten Soft-Touch-Oberflächen viel mehr als Hochglanz-Plastik. Wirkt auf mich immer so ein ganz klein bisschen billig, aber okay, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Immerhin, das Gerät liegt, finde ich, sehr angenehm in der Hand, dadurch, dass es deutlich abgerundete Kanten überall hat. Auch hier vorne das Display an den Seiten abgerundet ist. Ist es wie so eine Flunder, wie so ein flach gewaschener Bachstein, Ziegelstein, nicht Ziegelstein, Kieselstein. Dieses Bild hatte ja Samsung bei dem Galaxy S3 so ein bisschen gepflegt. Das passt hier auch recht gut, hat generell relativ viele Ähnlichkeiten zu dem Gerät. Hier oben dann noch die 13-Megapixel-Kamera in so einem relativ stark erhobenen Knubbel verbaut, nochmal so ein Rähmchen drum und da 13-Megapixel-Autofokus Full HD, ja. Hatte ich euch ja schon so ein bisschen was zu erzählen zu den Qualitäten dieser Kamera. LED haben wir auch noch. Das wäre es dann gewesen von der Hardware, von den Äußerlichkeiten. Schauen wir uns also noch ein bisschen mehr die Software an. Wie schon erwähnt, ist das Gerät relativ spartanisch ausgestattet beim Start. Es sind zwar alle wesentlichen Google-Apps drauf, also der Play Store zum Beispiel, Gmail und all so ein Kram, sind schon drauf vorhanden. Aber so ein paar Sachen wie zum Beispiel YouTube, Google Plus und so weiter muss man sich dann selber noch installieren. Ich habe das im Laufe der Zeit gemacht, weil man will ja alles auch mal ausgetestet und selber benutzt haben. Das ist soweit alles wunderbar. Ansonsten findet man eigentlich fast keine zusätzlichen Apps, die nicht zu Android dazugehören. Etwas irritierend ist hier diese Call Log
dieses Call-Log-Icon, das führt einfach in die Telefonapplikation rein und dann halt auf die Anrufhistorie oder Anruflisten direkt. Eine kleine Aufgabenverwaltung, haben wir auch einen Notizzettel dabei gehabt, habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Nee, sehe ich gerade nicht. Aber so eine Aufgabenverwaltung ist da mittlerweile auch bei fast jedem Android-Gerät mit drauf. Ein Dateimanager. Ja, das wäre es dann schon fast gewesen. Was dann schon beim Unboxing bei mir für eine gute Überraschung gesorgt hat, ist dieses, nee, das ist der Root-Checker, den habe ich selber installiert, ist dieses kleine Appchen hier. Appchen, oh wei, was für ein Name. Super-User, das ist das eindeutige Zeichen in die Richtung, dass das Gerät schon geroutet ankommt, hatte ich anfangs ja erwähnt. Mit dieser App teilt man dann auch den einzelnen Apps, die man so benutzt, die Root-Rechte zu oder entzieht sie ihnen auch wieder. Ne? Könnte ich jetzt auch hier einfach rauslöschen und dann hätte der Root-Checker nie keine, keinen Root-Zugriff mehr, beziehungsweise wenn ich das nächste Mal ihn starte, würde dann Super-User wieder hochkommen, nachfragen, willst du dem Ding jetzt hier Root-Rechte geben? Und dann kann ich mich dann Zweifelsfall nochmal entscheiden. Also nicht wirklich, ich würde es nicht sagen, wirklich schlimm. Es gibt so ein paar User bei mir, die in den Kommentaren recht heftig gegen das Routen wettern. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Beim Routen selber kann man natürlich auch schon mal was falsch machen. Mit einem gerouteten Gerät, wenn man nicht aufpasst, was man tut, nicht weiß, was man tut, kann man natürlich auch beliebig viel kaputt machen. Wenn man aber so ein bisschen vorsichtig ist und zum Beispiel nur wirklich den Apps, wo man es braucht, Root-Rechte verleiht und mit diesen Apps dann auch mit entsprechender Vorsicht umgeht, halte ich das für ziemlich unkritisch. Was noch aufgefallen war, auch schon beim Unboxing, ist die kleine Taschenlampen-App, die vorinstalliert ist. Wenn wir uns da mal die App-Infos aufrufen, ist das ähnlich wie das früher mal bei Alcatel war, mit extrem vielen Rechten versehen, ist einfach ein Konfigurationsfehler, wurde mir von Icefox bestätigt. Da soll an einem Update gearbeitet werden. Ich habe bislang noch keine Systemupdates für das Gerät bekommen. Hier gibt es eine eigene App und auch über die Einstellungen selber hat sich da bislang noch nichts getan. Dank Root kann man aber das Ding selber entfernen, auch wenn es in der Systemapplikation Partition liegt. Gucken wir ganz kurz in die Einstellung noch rein oder noch ganz kurz der Hinweis, wer hier ein bisschen nochmal gucken will, wie wenig Apps tatsächlich vorinstalliert sind, kann gerne nochmal sich mein Unboxing anschauen von dem gleichen Gerät. Dort bin ich auch durch den App Drawer komplett durchgeblättert und ich denke, ich werde auch Screenshots von diesem Originalzustand in dem Artikel verlinken, den ihr wie immer hier unten als Link vorfindet. So, wie versprochen, kurzer Blick in die Einstellungen rein. Hier haben wir größtenteils die Standardoptik und auch die Standardoptionen von Android. Hier sind so ein paar farbige Icons davor gekommen, etwas anders gestaltet. Und wir haben halt die MediaTek-typischen Ergänzungen in den Menüpunkten, wie zum Beispiel die SIM-Kartenverwaltung. Das ist ja ein Dual-SIM-Phone, wo man zwei SIM-Karten reinstecken kann. Ist hier jetzt auch der Fall. Das will ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir da alles für Möglichkeiten haben. Wir sehen hier oben die beiden Empfangsanzeigen, die auch nur dann erscheinen, wenn jeweils eine SIM-Karte eingelegt ist. Man kann die noch mal durch diese Farbe hier verändern. Wenn ich jetzt also meiner E-Plus-Karte lieber orange geben würde, kann ich das auch gerne tun. Ich kann auch den Namen bearbeiten, kann also zum Beispiel Arbeit, Privat reinschreiben oder ähnliche Späßchen. Kann mir das also relativ komfortabel hier gestalten und ich kann dann für diese vier verschiedenen Kategorien Sprachanruf, Videoanruf, SMS und Datenverbindung jeweils wählen, mit welcher der beiden SIM-Karten ich die erledigen will. Sprachanrufe zum Beispiel hier jetzt über E-Plus oder ich kann auch sagen, immer nachfragen, dann wird halt vor dem Anruf immer nochmal ein Dialog hochkommen. Videoanruf ist wichtig zu wissen, den sollte man tunlichst immer auf die gleiche SIM-Karte einstellen wie die Datenverbindung. Ansonsten hat man bei der Datenverbindung kein UMTS und nur das langsamere GSM zur Verfügung. Liegt einfach daran, dass es nur eine der beiden Karten UMTS aktiv haben kann. Das ist bei allen Dual-SIM-Smartphones, die ich so kenne, so. Sind auch alles Dual-SIM, Dual-Standby-Geräte, die also tatsächlich nicht beide SIM-Karten wirklich gleichzeitig nutzen können. Man ist aber trotzdem mit beiden erreichbar, das handeln die schon geschickt genug. Und ja, wie gesagt, UMTS nur auf einem Kanal und der wird bestimmt durch den Videoanruf, weil das ist halt eine UMTS-spezifische Geschichte.
Ja, Datenverbindungen können wir hier natürlich dann auswählen, über welche SIM-Karte das passieren soll oder auch komplett ausschalten. Wir haben hier noch einen Link zu den Roaming-Konfigurationen und direkt in die Kontakte-App rein, in der man dann jede Telefonnummer, die man dort gespeichert hat, eine SIM-Karte hier zuweisen kann. Leider ist das nicht komplett durchgezogen. Wenn ich jetzt sage, ich habe standardmäßig rufe ich per E-Plus an, aber meine Frau zum Beispiel möchte ich lieber über die O2-Karte anrufen, kann ich das bei ihr in den Kontakten, in ihrem Kontakt so einstellen, also hier auf dem Handy natürlich. Würde dann aber, wenn ich sie anrufen will, jedes Mal einen kleinen Dialog sehen. Womit willst du denn jetzt anrufen? Mit E-Plus oder mit O2? Und neben O2 wäre dann so eine Markierung, dass das die Default-Variante ist sozusagen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich finde es selber nicht wirklich schlimm. Wer aber sein Gerät viel über einen Headset benutzt oder gar über eine Freisprecheinrichtung im Auto, der wird sich darüber ärgern. Da gibt es einige verärgerte Kommentare in Foren und in meinem Blog, die das dann so für nutzlos halten. Macht auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel Sinn, dass da nur so ein Dialog hochkommt. Wenn man es so einstellen will, dass ich Person X mit der SIM-Karte 2 anrufen will, dann soll es das auch so tun und nicht nochmal nachfragen. Okay, ist aber insofern identisch mit der SIM-Verwaltung bei fast allen Dual-SIM-Geräten, die ich bisher so getestet habe, zumindest bei denen, die auf MediaTek basieren. Einzigst Huawei hat da das Vorgehen schon mal so ein bisschen abgeändert und die Software umgebaut. Der Rest ist alles typisch Android. Die Autoprofile sind noch hinzugekommen. Praktische Sache, kann man relativ schnell auf lautlos schalten, zum Beispiel sein Telefon. Das kann man auch ganz schnell über diese Quick-Toggles hier machen. Also auch wenn man nicht in diesen Einstellungen jetzt drin wäre, gibt es hier, wo war es jetzt noch da, die Audioprofile, mit denen ich dann auswählen kann, diese vier Standard Audioprofile, wie ich sie hier vorgegeben sehe. Ich kann weitere Audioprofile erzeugen über die Plus-Taste, die erscheinen aber leider nicht in dieser Schnellauswahl, sind dann also nur halb so viel wert, würde ich mal sagen. Hier dieses Bass-Out-N ist irgendeine Klangverbesserung, die ich eher als Verschlimmbesserung empfinde, die man einschalten kann. Dieser komische Name soll wohl irgendein Markenname oder ein Produktname sein, der in vielen Handys so auftaucht, wo man sich auch als Hersteller, der diese Einzelteile so dazu kauft, weiß nicht, nicht so viel, nicht fähig sieht, das zu ändern oder so, keine Ahnung. Bisschen eigenartig, aber was soll's. Ja, dann haben wir hier unter der Sektion Display noch zwei Optionen, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Zum einen die Szenen, das sind einfach vorkonfigurierte Homescreens, die dann so ähnlich aussehen wie hier. Komischerweise wird dann sogar ein anderes Hintergrundbild verwendet. Ich probiere das jetzt hier nicht aus. Ich habe mich da beim Rumspielen schon sehr darüber geärgert, dass dann damit all meine Einstellungen für die Homescreens, also die Widgets, die ich da draufgelegt hatte, die Anordnung der Icons und sowas, auch was hier unten in dieser Schnellstartleiste drin ist, alles damit geändert wurde und es keinen Weg zurück mehr gibt. Das ist ein bisschen ärgerlich und ergibt für mich ziemlich wenig Sinn, wenn man jetzt hier selber auch seine eigenen Designs quasi abspeichern könnte. Dann wäre das ja eine ganz nette Sache, könnte man zwischen verschiedenen Themenbereichen oder verschiedenen Designs hin und her wechseln, je nachdem, wie die Stimmung gerade so ist. Aber so mit diesen zwei fest vorgegebenen Dingern ist das nichts als eine kleine Spielerei, die aber auch sehr ärgerlich mal sich auswirken kann. Hier noch unter dem Namen Thema eine Auswahl der Farben. Da kann man so diese Akzentfarbe, die in den Menüs verwendet wird, ändern. Man sieht das dann hier oben, dieser Strich ist dann anders eingefärbt, auch hier diese Häkchen und so. An so ein paar Stellen verwendet Android immer mal wieder diese Akzentfarbe, die normalerweise dieses Türkis ist. Hier kann man eine andere Farbe auswählen. Ich bleibe mal lieber beim Standard, weil zum Beispiel hier oben die Titelzeile oder diese Benachrichtigungszeile wird nicht entsprechend angepasst. Das sieht dann irgendwie, finde ich, nicht so schön aus. Der Rest ist absolute Standard. Kabellose Übertragung habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Müsste ich mal schauen, ob das Miracast mit meinem Fernseher funktioniert. Sollte aber eigentlich gar kein Problem sein. Guck mal kurz in die Speicherbelegung rein. Hatte ich nee, noch nicht erwähnt. Wir haben leider Gottes hier zum einen ja nur 4 GB verbaut, von denen ungefähr 2,6 GB zur Verfügung stellen oder 2,7. Und das ist leider Gottes dann auch nochmal aufgeteilt und auch nicht sonderlich sinnvoll. Der
Interne Speicher ist mit einem knappen Gigabyte, wobei auch schon am Anfang beim Start ein bisschen was belegt war. Da waren so 0,9 Gigabyte, 900 Megabyte in etwa verfügbar. Das ist der Speicher, in den die Apps reinkommen. Ihr seht jetzt, ich habe hier irgendwie ungefähr 450 Megabyte an Apps installiert im Rahmen meiner Testzeit. Dann haben wir hier irritierenderweise mittendrin die Speicherkarte. Hier seht ihr übrigens, ich habe eine 64 GB Speicherkarte drin. Funktioniert wunderbar, wenn sie richtig formatiert ist als FAT32, obwohl das Gerät offiziell nur bis 32 GB angegeben ist. Da unten haben wir dann noch den Telefonspeicher. Das ist der Speicher, in dem Daten abgelegt werden. Da sind 1,7 Gigabyte verfügbar und jetzt bei mir natürlich teilweise belegt durch Fotos und sowas. Und das ist in doppelter Hinsicht ein bisschen ärgerlich. Bei neueren Geräten, zum Beispiel von Vico, hat man das öfters, dass es nur eine Partition gibt, in die sowohl Daten als auch Apps reinkommen. Da hat man dann die volle Flexibilität. Hier habe ich jetzt, wenn ich für 900 Megabyte Apps installiert habe, komme ich an eine Grenze und kriege Fehlermeldungen, während diese 1,7 GB Datenspeicher womöglich noch komplett leer sind oder noch viel Platz dort ist. Das ist immer ärgerlich, diese künstliche Grenze, die da reingezogen wird, und zumal die ja noch ungünstig gesetzt ist, weil wenn, dann würde ich den App-Speicher größer machen und nicht den Datenspeicher. Wenn man nämlich eine Speicherkarte reinsteckt, was bei so einem kleinen Speicher einfach nur sinnvoll ist, und die kosten ja fast nichts mehr, diese Micro-SD-Karten, kriegt schon für 4 € eine 8 GB-Karte. Das sollte sich auch jeder leisten können, und auch 32 GB kosten, weiß nicht, 13, 14 € oder sowas. Dann wird im Prinzip dieser Telefonspeicher ersetzt durch die Speicherkarte. Man kann auch weiterhin auf den zugreifen, aber per Standard, wenn man das nicht anders konfiguriert, gehen dann die Fotos und die Videos und alles da rein. Und man braucht hier eigentlich diesen Speicher nicht mehr wirklich. Und dann ist es besonders ärgerlich, dass dann der App-Speicher zum Nachteil dieses, oder ja, für, nein, zum Wohle dieses Speichers hier so knapp gewählt wurde. Schade. Aber bei den neueren Geräten, gerade mit KitKat, ich weiß nicht, ob es mit der OS-Version zusammenhängt oder Zufall ist. Also bei den neuen Vico-Geräten wie dem Getaway, dem Bloom zum Beispiel, hat man den Gesamtspeicher am Stück. Da kann man diese 2,67 GB, die hier verfügbar waren am Anfang, dann beliebig nutzen. Das wäre deutlich günstiger. Immerhin, man kann die Apps verschieben, entweder in den anderen internen Speicher oder auf die Speicherkarte, sodass das Problem ja mehr oder weniger gelöst werden kann, beziehungsweise es verursacht einfach nur ein bisschen Arbeit und ist jetzt kein totaler Showstopper. Viel zu lange, glaube ich, über die Speicherbelegung geredet, aber was soll's. Ansonsten haben wir hier nicht viele Besonderheiten. Es gibt diese nee, Moment, Bedienungshilfen, das ist Standard-Android-Kram, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Es gibt noch diese einen Abschaltungen nach Zeitplan, das ist eine ganz nette Sache, haben auch praktisch alle Vico-Geräte. Kann man halt einstellen, dass es abends um 11 oder so ausgehen soll, das Gerät morgens um 8 wieder an. Und interessanterweise funktioniert während dieser Ausschaltzeit trotzdem der Wecker. Das Gerät schaltet sich dann ein. Finde ich eine sehr nette Sache. Guck mal noch ganz kurz in die Telefoninfos rein. Modellnummer X2, das wissen wir doch. Android Version 4.2.1 hatte ich anfangs auch schon mal erwähnt. Da ist auch kein Update auf eine neuere Android-Version geplant. Braucht man sich keine Hoffnung machen. Guck mal noch mal kurz, ob wir mittlerweile ein Update reinbekommen haben. Nee, System ist aktuell. Okay, soweit also zu den Einstellungen. Gucken wir uns ganz kurz die Benchmark-Ergebnisse an. Ich denke mal, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier nicht immer die ellenlangen Benchmark-Läufe euch zeige. Ich finde das ziemlich langweilig, mir das im Video anzugucken. Falls ihr das anders seht, könnt ihr mir das ja gerne als Kommentar hinterlassen. Kann man vielleicht auch mal überlegen, ob wir das anders machen. Ich habe jetzt hier einfach mal die Screenshots aufgerufen vom AnTuTu Benchmark. Genau diese Screenshots werdet ihr auch im Artikel finden. Da könnt ihr euch auch die Einzelwerte hier unten nochmal GPU, CPU, UX, Multitask und was auch noch immer alles angucken. Das Ergebnis von ungefähr 17.000 Punkten ist das Typische, was wir bei diesem Prozessor erwarten können. Die liegen eigentlich alle so in dem Bereich. Also der MediaTek MT6582 ist eine durchaus flotte CPU, die so ein Gerät mit so einer HD-Auflösung auch vernünftig flüssig antreiben kann. Ruckler habe ich eigentlich nirgendwo großartig gemerkt. Natürlich kann man bei sehr aufwendigen Spielen dann auch schnell an die Grenzen von so einer CPU rankommen. Die sind eher auf die High-End-Geräte, die
doppelt so schnell nahezu sind, ausgelegt. Aber für alles Normale und auch für viele Spiele reicht die Performance völlig. Screenshots vom AnTuTu Tester mit dem Battery Test habe ich leider nicht mehr auf dem Gerät drauf, kann ich euch aber erzählen. Ungefähr 3,5 Stunden, auch diese Screenshots werden auf technophil.de gepostet, hat der in dem Test, wo halt wirklich mit hoher Last die Batterie leer gesaugt wird, durchgehalten. Das ist ein ziemlich oder ein recht guter Wert, überdurchschnittlich auf jeden Fall. Der Durchschnitt liegt eher so bei knapp 3 Stunden. Da macht sich also die etwas größere Batterie oder der Akku von 2500 mAh durchaus bemerkbar. Und wie ich eben schon gesagt hatte, das ist auch ziemlich genau diese 25%, die wir mehr an Kapazität haben, die wir auch an Laufzeit dann rausholen bei so einem Test. Auch im Alltagsbetrieb habe ich durchaus lange Laufzeiten erhalten. Oh, hier habe ich ja noch mehr Screenshots. Das sind sie doch. Da ist er doch. Hatte ich nur, die waren in einem anderen Verzeichnis gelandet, dank Speicherkartenwechsel. Aber die Werte hier hatte ich eben schon erzählt. Hier habe ich mal ein Beispiel, wo ich das Gerät zum Beispiel 3 Tage lang habe laufen lassen. Es war eine SIM-Karte eingelegt, WLAN war an, E-Mail war schon eingerichtet und so weiter. Und es hat halt gute 3 Tage lang gebraucht, um auf 26% runterzukommen. Also da wäre locker noch ein 4. Tag drin gewesen. Dann allerdings quasi ohne jegliche Benutzung. Na, hier sehe ich es, hier sind wir sogar auf 5 Tage gekommen bei einem anderen Testlauf. 6 Tage sogar. Jo, oder? Das ist schon ein bisschen eigenartig, weil zum Schluss dann gar kein Energieverbrauch mehr da war. Da hat er vermutlich geschickterweise irgendwelche Sachen runtergefahren. Aber es ist ja nicht schlecht zu wissen, dass das Gerät auch nach 6 Tagen rumliegen, kaum benutzen. Das ein oder andere Foto habe ich sicherlich zwischendurch schon mal gemacht, immer noch Strom hatte und damit auch verwendbar war. Also eine relativ gute Ausdauer bei dem Gerät hier. Wo wir gerade in der Galerie sind, schauen wir mal ganz kurz in die Fotos rein. Da hatte ich ja schon im Vorspann relativ viel Worte zu verloren, dass die Qualität einfach ziemlich miserabel ist. Ich hoffe, man kann das jetzt hier, ja, man kann das am Bildschirm schon sehr deutlich sehen. Das ist jetzt irgendein Gebäude, an dem gebaut wird, und ihr seht, wie extrem unscharf das Bild hier ist. Selbst wenn man es nur so ein bisschen ranholt, sieht man relativ schnell hier jetzt schon, dass da das Bild nicht im Fokus ist. Das ist bei praktisch allen Bildern so, die nicht gerade aus extremer Nähe geschossen ist. Das ist eine Ausnahme hier, weil das mit der Frontkamera gemacht ist. Interessanterweise haben wir jetzt also hier die ulkige Situation, dass wir mit der 5-Megapixel-Frontkamera deutliche bessere Bilder schießen können als mit der 13-Megapixel-Hauptkamera. Wie gesagt, das ist, denke ich mal, eher ein Defekt von der Hauptkamera. Trotzdem den Hinweis an diejenigen, die am Preisausschreiben oder im Gewinnspiel hier teilnehmen wollen: Ihr müsst mit dieser Kamera leben, da gibt es jetzt keine Garantieansprüche, nochmal umtauschen oder ähnliche Späßchen. Das Gerät wird so verlost, verschenkt, wie es ist. Bitte das verstehen. Ich kann da nicht für Ersatz sorgen und ich gehe mal schwer davon aus, dass das Icefox auch nicht zu bereit wäre. Und schon gar nicht der Händler, der mit dieser Aktion hier gar nichts zu tun hat. Ja, ansonsten Nahaufnahmen, Makroaufnahmen klappen durchaus ordentlich. Werde ich auch entsprechende Bilder noch auf technophil.de posten. Kommen wir noch kurz zu den Angaben, die man jetzt hier auf dem Display nicht so gut zeigen kann. WLAN-Empfangsstärke ist durchaus ordentlich, vielleicht etwas überdurchschnittlich. Mobilfunk auch, klappt recht gut. Gesprächsqualität beim Telefonieren, hatte ich eben schon erwähnt, ist ziemlich blechern. Hörbeispiel könnt ihr bei technophil.de euch anhören. Das Bluetooth funktioniert wie erwartet. Was haben wir noch? Ja, GPS ist relativ schwach, macht beim Navigieren nur begrenzt Spaß, weil es einen immer wieder mal in eine falsche Straße reinsetzt und dann irritierende Anweisungen gibt, wie man dann bitte auf den rechten Weg wieder zurückkäme, den man ja eigentlich nie verlassen hat. Ist ein Tick besser als das Vico Getaway, was ich zuletzt getestet hatte, aber in einer ähnlichen Größenordnung. Dazu kommt hier noch, dass das Gerät offensichtlich keinen Kompass eingebaut hat. Zumindest können die Apps keinen Kompass erkennen, was beim Navigieren auch manchmal zum gewissen Nachteil führt. Google Maps dreht dann schon mal relativ nervös die Karte hin und her, wenn man an der Ampel steht. Das ist mit Kompass anscheinend dann doch ein bisschen ruhiger, ein bisschen
stabilisiert dadurch. Ja, und um die Punkte, die wir hier nicht so gut zeigen können, nochmal kurz abzurunden, hatte ich vorher schon erwähnt, USB on the go, also der Anschluss eines Speichersticks oder einer Maus oder ähnlichem mit hier so einem kleinen Adapterkäbelchen, funktioniert bei dem Gerät leider nicht, auch wenn in den Speichereinstellungen unten eine Option bezüglich USB-Speicher zu sehen ist, die eigentlich darauf hindeutet. Das scheint aber von der Hardware gar nicht unterstützt zu werden. Zumindest hat hier die Maus, mit der ich das getestet habe, ihre Lampe erst gar nicht eingeschaltet. Also es fehlt womöglich die Stromversorgung hier unten. Es könnte durchaus sein, dass USB on the go mit einem Spezialkabel, was dann eine Stromversorgung nachrüstet, quasi noch geht. Das habe ich aber jetzt nicht ausgetestet. Das ist auch, denke ich mal, so umständlich, dass es dann eh kaum jemand nutzen will, wird. Ansonsten, wenn wir das Gerät per USB an den PC anschließen, hatte ich schon erwähnt, werden wahlweise zwei USB-Speichermedien am PC angemeldet, sodass man da bequem drauf zugreifen kann. Da hat man also einmal den internen und Speicher und die SD-Karte im Vollzugriff. Man kann wahlweise auch als Mediengerät oder als Audioplayer das Teil in den PC einklinken und auch einen Modus noch anwählen. Um nur das Gerät zu laden und keine Datenverbindung herzustellen. Also alle Möglichkeiten offen, finde ich eigentlich ganz positiv. Eine Kleinigkeit wollte ich euch noch zeigen. Ich hatte es im Vorspann schon erwähnt, die Display-Probleme, die ich bei dem Spiel hier Bubble Witch Saga 2 habe. Also eigentlich nicht Display-Probleme, sorry, sondern Touchscreen-Probleme. Zunächst einmal das Bild, das Spiel läuft wunderbar flüssig hier, gar keine Probleme. Wie auch sonst alle Apps, die ich so getestet habe. Da muss man schon zu relativ anspruchsvollen Spielen greifen, damit es an das Ruckeln kommt. Ich habe jetzt keine aufwendigen Tests hier mehr gemacht mit wilden Spielen und sowas, weil halt die Prozessorleistung genau die gleiche ist wie bei einem Vico Rainbow, wie bei einem Dark Moon, bei einem Bloom und so weiter. Die haben alle den gleichen Prozessor drin. Kann man einfach nochmal nach Performance MT6582 googeln oder nach dem speziellen Spiel am besten direkt suchen. So. Jetzt zu der Macke, von der ich hier berichten wollte. Ich kann hier in diesem Spiel durch Wischen mit dem Finger hier den Strahl eigentlich relativ genau positionieren, wohin die Kugel jetzt gehen soll. Und oha, Vorführeffekt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Jetzt läuft er flüssig mit. Gucken wir mal, ob das jetzt so bleibt. Aha, hier haben wir es wieder. Jetzt läuft er auch flüssig mit. Aber ihr habt es vielleicht am Anfang gesehen. Ich mache es nochmal, setze es nochmal neu an, dass er hier in sehr großen Schritten wirkt. Das ist nicht immer so reproduzierbar, dass es nur am Anfang ruckelt und danach dann irgendwie flüssiger würde. Ich werde es vielleicht nochmal ein bisschen beobachten beim Spielen. Aber hier habe ich jetzt wieder die Ruckler drin zum Beispiel, die es manchmal sehr schwierig machen, genau in so eine Ecke den Ball dann reinzuzirkeln. Das ist mir so deutlich nur in diesem einen Spiel hier aufgefallen. Ich habe es anfangs erwähnt, ich habe extra mal auch Apps ausprobiert, mit denen man auf dem Bildschirm rummalen kann. Das kann man auch mal ganz kurz zeigen hier, ist ganz witzig auch gemacht. Hier kann man halt mit so einem witzigen Neon-Effekt noch dazu auf dem Bildschirm rummalen. Wollen wir den mal ohne zu speichern löschen. Schwarzen Hintergrund. Und dann malen wir hier nochmal ein bisschen rum. Und ich kann jetzt hier ehrlich gesagt nicht wirklich erkennen. Also das zieht ein bisschen hinterher. Es wirkt ein bisschen ruckelig. Aber ich kann nicht erkennen, dass das jetzt so grob auflösend nur meinem Finger gefolgt wird, wie das eben bei dem Spiel war. Vielleicht, ja, so ein bisschen kann man es vielleicht erahnen, wenn ich hier so Kringelchen male, die sind teilweise doch ein bisschen eckig. Vielleicht kann man das dann doch sehen, aber es ist längst nicht so auffällig, wie ich das eigentlich erwartet hätte nach diesen Erfahrungen bei dem Spiel. Also bei dem Spiel kommt das extrem zum Vorschein, weil man da ja auch so durch diesen Winkel, man kann hier an der unteren Kante von dem Strahl hin und her ziehen, dann merkt man natürlich da oben dieses Ruckeln sehr viel deutlicher als bei einem 1:1 Umsetzung. Auch beim Antutu-Tester, der so einen Multitouch-Test hat, kann man das nicht sehen. Den können wir ja auch gerne noch mal kurz zeigen. Leider die neue Version schon wieder aktualisiert. Touch-Test. Ah, da kann man jetzt hier mit den Fingern drauf rummalen. Da folgen diese Kreise meinem Finger eigentlich auch flüssig, ohne dass ich da große... Am Anfang ruckelt es schon mal so ein bisschen. Vielleicht ist es das.
Und man kann dann hier noch gleichzeitig testen, wie viele Tastendrücke gleichzeitig das Gerät erkennt. Das sind hier maximal 5. Das ist ein bisschen weniger als viele andere Touchscreens, die 10 Tasten gleichzeitig erkennen können. Aber ich kenne keine Anwendung mit mehr als 3 Fingern. Und selbst das ist schon komisch, mit 3 Fingern Gesten zu machen. Vielleicht abgesehen von Leuten, die darauf Klavier spielen wollen oder ähnliches, ist es völlig egal. Und 5 Punkte beim Touchscreen sind, denke ich mal, völlig ausreichend in der Praxis. Ja, so weit zu den verschiedenen Details beim Icefox X2. Ich denke, wir können zum Fazit kommen. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Eigentlich ein sehr ordentliches Gerät mit einem schönen Display, per Gorilla Glas geschützt und mit einem überdurchschnittlich großen Akku. Genau durch diese Punkte hebt es sich auch so ein klein wenig vom Vico Rainbow ab, was ansonsten sehr ähnlich ausgestattet ist, anders gestaltet ist mit seinen sehr knalligen Rückfarben in Soft-Touch-Optik. Aber ansonsten technisch sehr, sehr ähnliche Geräte. Diese Punkte können das durchaus auch interessant machen, kostet auch ungefähr das Gleiche. Allerdings gibt es hier halt so ein paar kleinere Macken, die ich im Rahmen des Tests erzählt hatte, wie diese Touchscreen-Geschichte, wie dieses komische Brummen am Anfang, die nicht sonderlich tolle Anrufqualität, die ist beim Rainbow definitiv ein Stückchen besser. Und jetzt in meinem Fall auch die wirklich extrem schlechte Kamera hier, was ich wirklich für einen Fehler bei dem speziellen Gerät halte. Aber auch andere Testbilder, die ich jetzt von dem Gerät im Internet gefunden habe, waren nicht perfekt. Ich denke, dass das Rainbow da zumindest gut mithalten kann, obwohl es ja eine niedrig auflösendere Kamera hat. Ja, meine Empfehlung, wer jetzt gerade diesen etwas größeren Akku toll findet und für so relativ günstiges Geld ein Gerät mit einem schönen Display haben will, der kann ruhig zugreifen. Performance ist völlig okay. Wer allerdings wirklich großen Wert auf den Akku legt, der sollte sich vielleicht überlegen, das Gerät, was ich als eins der nächsten jetzt testen werde und hier mal kurz daneben lege, einfach anzuschaffen. Das ist das Acer Liquid E700. Das hat nicht nur 3 SIM-Karten-Slots, was ja schon sehr exotisch ist, sondern einen 3500 mAh Akku dran. Also nochmal ein gutes Stück stärker als dieser hier, ist trotzdem nicht viel größer oder dicker, hat dann allerdings den Akku auch nicht wechselbar. Scheint ein sehr spannendes Gerät zu sein. Ich habe mit dem Testen erst gerade so ein bisschen parallel angefangen, kann ja so noch nichts Finales zu sagen. Android 4.4 drauf, also durchaus interessant, kostet dann allerdings 199 Euro. Man muss also schon einen kleinen Aufpreis gegenüber dem X2 bezahlen. Sicherlich eine interessante Alternative. Ansonsten das Vico Rainbow. Die Unterschiede habe ich eben schon erwähnt. Wer mit diesen Punkten leben kann, kann dann halt abwägen zwischen, ja, zwischen diesen Vorteilen, denen das X2 bietet, oder halt insgesamt im Großen und Ganzen etwas stabileren Leistung, würde ich mal sagen, beim Vico Rainbow und dazu auch dem Fakt, dass man dort Service hier vor Ort in Deutschland hat und dementsprechend auch anderen Support, denke ich, bekommen kann. Ja, soweit von meinem Testbericht des Icefox X2. Falls es euch gefallen hat und nicht zu lang war, dann bitte ich euch doch, das mich wissen zu lassen, gerne per Thumbs Up bei YouTube. Wenn ihr zukünftige Videos dieser Art nicht verpassen wollt, die sind immer recht ausführlich, aber mit einer Vorabzusammenfassung, dann abonniert mich doch am besten auf YouTube oder folgt mir auf Google Plus, Twitter beziehungsweise per RSS-Feed auf der Webseite direkt. Es kommen noch eine ganze Menge interessante Testberichte. Den nächsten habe ich schon angekündigt, das Acer Liquid E700. Dann habe ich noch ein Vico Slide für euch, ein 5,5 Zöller für einen sehr günstigen Preis. Noch ein sehr ähnliches Gerät von Huawei, das G730. Die beiden werde ich sicherlich auch ein wenig miteinander vergleichen. Auch noch das Huawei Essent G610, wieder ein kleineres, recht preiswertes Gerät. Also, was heißt kleiner, auch 5 Zoll. Also eher ein Gerät, was hier in diese Leistungsklasse reinfällt. Ich werde demnächst noch von einer ganz neuen Marke Mobi Watch nennen, die sich einen sehr, sehr preiswerten 5 Zöller bekommen. Das Unboxing solltet ihr in einer Woche, also am Freitag, den, was ist das dann, 29. August, glaube ich, sehen können. Und in absehbarer Zeit sollte auch ein neues Windows Phone Gerät bei mir eintrudeln. Das Lomia 530 für 99 Euro, ein Dual-SIM-Gerät mit Quad-Core-CPU. Das ist mal eine Ansage.
Also, es kommen noch sehr viele interessante Videos. Abgesehen davon werde ich Anfang September auch in Berlin auf der IFA sein. Wer von euch da ist, sagt doch mal Hallo, sagt doch mal einen Kommentar, kann man sich vielleicht treffen. Ansonsten werde ich mich bemühen, von der IFA einige interessante Infos für euch mitzubringen, neue Geräte von all den Herstellern, über die ich halt so regelmäßig berichte. Vico, Alcatel, Huawei, Arcos habe ich einen Termin mit, die werde ich dann demnächst hoffentlich auch mal testen können. Und so weiter und so fort. Da gibt es sicherlich viele neue Geräte zu bewundern. Ich werde versuchen, ein paar Hands-on-Videos zu drehen und vor allen Dingen aber Kontakte zu knüpfen, um euch demnächst noch spannender Geräte hier vorstellen zu können. So, jetzt genug gelabert. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Klaus von technophil.de. Bis dann.